Professor Lüscher, könnten Sie uns eine Gesamtschau geben von Cardiology Update? Ja, das war der 19. Cardiology Update mit einem sehr guten Erfolg. Wir hatten ein hervorragendes Programm, sehr gute Rückmeldungen der Teilnehmer, ungefähr 800 aus 41 Ländern. Die Faculty war wiederum sehr gut besetzt mit 71 eingeladenen Referenten aus Nordamerika, Asien, Afrika, Middle East und vor allem Europa natürlich. Und wir haben in diesen 5 Tagen wirklich einen Update gegeben. Das ist auch die Vision dieses Kurses, dass man in 5 Tagen eigentlich die Gesamtschau hat von der Entstehung der Arteriosklerose über die Rhythmusstörungen, hoher Blutdruck, Lipide, Diabetes, über Herzinfarkt bis zu Klappeninterventionen und Herzinsuffizienz. Ist das jetzt eine Veranstaltung, die sich nur an Spezialisten richtet, oder ist es auch geeignet, um Hausärzten einen Überblick über das Gebiet zu geben? Also ich denke, jeder, der Englisch gut versteht, kann an diesem Kurs teilnehmen, weil die kardiovaskuläre Medizin, und wir verstehen uns ja eigentlich als kardiovaskuläre Medizin, nicht nur Kardiologie, sondern das ganze Spektrum der Risikofaktoren, Chirurgie, Intervention, Medikamente, das ist heute derart wichtig geworden, macht ja auch rund die Hälfte aller Patienten aus, die man sieht. Ich denke, für alle, auch in der Grundversorgung, ist dies ein Kurs, der wirklich viel bietet, vor allem weil wir eben neben den Lectures noch Meet the Expert Sessions haben, wo wir fallorientiert mit den Experten eben diskutieren können, wie man optimal Patienten mit verschiedenen Erkrankungen am Herz- und Kreislaufsystem behandelt. Was waren aus Ihrer Sicht die Hot Topics an diesem Cardiology Update? Also ich denke, das Highlight war nur schon die Einleitung durch Professor Eugene Braunwald, ein, ich würde schon fast sagen, ein Mythos in der Kardiologie, Autor des berühmtesten Textbooks und Harvard-Professor, der eben The Rise of Cardiovascular Medicine eine Lecture gegeben hat, wie von der Erfindung des EKGs an die Herz- und Kreislaufmedizin sich entwickelt hat und was wir heute alles tun können. Schwerpunkte waren dann in erster Linie natürlich die Arteriosklerose, also was bedeutet die Inflammation, was können wir damit anfangen. Das HDL, heute ein ganz wichtiges Thema, ist das HDL auch ein Risikofaktor, den wir behandeln sollen und können. Dann haben wir in der Hypertonie viel besprochen über die optimale Therapie, über Salz, aber jetzt auch neu über die Nierennervenablation, eine interventionelle Therapie bei schwerer Hypertonie. Wir haben beim Diabetes noch einmal einen Überblick gehabt, wie heute optimal behandelt werden soll. Und da gibt es natürlich Veränderungen, dass das zu aggressive Behandeln vom Diabetes auch gefährlich sein kann, gerade für Herztod. Dann haben wir sehr viel über Herzinfarkt gelernt, was wir alles erreicht haben. Ich habe die Geschichte von Eisenhower bis heute dargestellt und eben gezeigt, was wir heute alles erreichen können, wie wir die Mortalität von 50% auf 5% herunterdrücken konnten und was wir heute noch erreichen können. Und dass diese Patienten eben auch nach Infarkt eine optimale Betreuung durch Grundversorger brauchen, weil sie immer wieder Ereignisse haben. Dann haben wir auch, und das sind natürlich ganz wichtige Neuentwicklungen, die Klappen besprochen. Heute können wir Klappen auch bei älteren Patienten über einen Katheter behandeln, sei es transfemoral oder über die Herzspitze. Da haben wir auch die besten Experten gehabt, die die Guidelines geschrieben haben und unsere eigenen Resultate in Zürich vorstellen können, die alle zeigen, dass das eine wirkliche beachtenswerte Alternative ist, vor allem bei Hochrisikopatienten. Und heute, Freitag, besprechen wir noch die Herzinsuffizienz. Die Herzschwäche ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil alle Herzerkrankungen letztlich dorthin münden. Und da besprechen wir Neuentwicklungen neben dem Gegebenen, auch das Monitoring von Patienten mit Geräten, die man heute implantieren kann, oder Defibrillatoren und biventrikulären Schritt machen, die gleichzeitig auch Informationen über den Lungendruck geben. Dann aber auch die Herztransplantation, wo wir die Resultate aus Zürich vorstellen werden, um zu zeigen, was eben entscheidend ist für den Langzeitverlauf nach Herztransplantation, nämlich ein erfahrenes Team, das die Patienten optimal behandelt und dann kann man entsprechende Resultate erreichen. Zum Schluss haben wir nochmals eine Lecture durch Martin Simons, den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, über Personalized Medicine.
Und das ist eine Kontroverse, die sich in Davos über die Woche gezeigt hat. Salim Youssouf aus Kanada sieht das mehr als eine Epidemie, ähnlich wie Polio, Tuberkulose oder Ähnliches, das eben auch entsprechend behandelt werden muss mit der Polypill, mit politischen Maßnahmen, dass die Leute sich mehr bewegen, dass man weniger Lifte hat, dafür mehr Trottoirs und Fußgängerzonen, dass man schlechtes Essen besteuert und gesundes Essen subventioniert. Während die andere Perspektive ist die Personalized Medicine, dass man jeden Patienten individuell anschaut, versucht genetisch und auch klinisch und durch chemische Untersuchungen so zu charakterisieren, dass wir die optimale Therapie, Tailored Treatment, schaffen können. Das ist eine Kontroverse, die jeder Arzt täglich auch erfährt. Was ist der Unterschied zwischen der Kohorte, der Studie und dem Patienten, der vor mir sitzt? Und das ist ein Thema, das wir heute Nachmittag noch behandeln werden. Waren generell gesagt auch wichtige klinische medikamentöse Behandlungsstudien ein Thema an diesem Kongress? Wir haben eine Clinical Trial Session gehabt, wo wir verschiedene Sachen besprochen haben, den Sharp Trial durch den Primary Investigator über Ezetimib bei Patienten mit Niereninsuffizienz. Das zeigt das erste Mal, dass dieses Mittel, das die Cholesterinaufnahme im Darm hemmt, zusätzlich zu einem Statin etwas bringt bei Patienten mit Hochrisikopatienten, eben die Nieren, Patienten mit Niereninsuffizienz. Dann haben wir auch den neuen Trial vorstellen können mit einem Aldosteronrezeptor-Antagonisten, dem Inspra, das eben den Aldosteronrezeptor und damit die Aldosteronfreisetzung bei Herzinsuffizienz hemmt. Dieser Trial wurde vorgestellt von Faiz Sanad und der zeigt, dass eben neben dem Spironolacton eben auch dieses neue Mittel günstig wirkt und weniger Nebenwirkungen hat, insbesondere keine Gynäkomastie, und deshalb ist das Eplerenon heute eine gute Alternative zum Spironolacton bei Herzinsuffizienz. Haben Sie noch eine Take-Home-Message? Ja, die Take-Home-Message ist, dass Herz- und Kreislauferkrankungen heute optimal behandelbar sind. Das heißt, wir haben so gute Medikamente, so wirksame Maßnahmen wie noch nie in der Geschichte. Sie sind bedeutsam, weil etwa die Hälfte der Patienten in dieses Gebiet fallen. Und man kann etwas machen, aber man muss sich darüber informieren, wie man das optimal macht, kosteneffizient. Das heißt, man muss sich bewusst sein, was bringt wie viel. Und das war eigentlich die Vision dieses Kurses oder das Ziel dieses Kurses, das zu vermitteln, damit die Ärzte dann in der Praxis entsprechend optimal ihre Patienten behandeln können. Sie sagen, dass man sich darüber informieren sollte. Dieser Kongress ist eine Möglichkeit, sich darüber umfassend zu informieren, auch beim Zusammentreffen mit Fachkollegen. Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere Möglichkeiten, gerade jetzt auch webbasierte Informationsmöglichkeiten für den Hausarzt, wo er sich relativ schnell, aber konzise informieren kann? Ja, ich denke, viele Beiträge dieses Kongresses werden übertragen, wie wir das jetzt hier machen. Es gibt auch eine weitere Homepage, www.cardioonline, wo man Vorträge anschauen kann. Wir haben auch auf dem European Heart Journal, der hier mit dem Editorial Office ist, Videos gemacht, wo wir diese Key Opinion Leaders, eben diese Experten interviewen und sie zu verschiedenen Themen befragen. Also man kann sich heute auch webbasiert enorm gut informieren. Aber der Kurs bildet so quasi die Basis dazu, um es nachher auch im Netz verfügbar zu machen. Herr Professor Lüscher, besten Dank für das Interview. Vielen Dank.